Hallo, shalom, guten Abend, liebe Freunde. Wir freuen uns, alle zu grüßen an diesem Abend, wo wir heute unsere dritte Lektion über die Geheimnisse der Tora lernen werden. Heute geht es um Jakob und Esav und wir werden über die Differenz zwischen Selbstverwirklichung und Selbsttranszendenz reden. Wir werden lernen, wenn ein Mensch plötzlich Leidenschaften, Lust, Begierden hat, Gedanken hat, ist es unbedingt was Negatives? Wie gehen wir damit um? Und wir werden analysieren die Geschichte von den zwei Zwillingsbrüder, die wir so kennen, aus der Bibel. Wir werden diskutieren die Bedeutung für uns in unserem tagtäglichen Leben. Wir werden beginnen mit einem Film. Dieser Film hat drei Teile. Der erste Teil kommt von dem 25. Kapitel von Traktat Bereshit, was erzählt die Geburt über die Zwillingskinder von Yitzchak und Rivka. Lass uns beginnen. Wir befinden uns in unserem Textbuch auf Seite 82 oder schauen Sie in den Film drin. After many years of barrenness, Isaac and Rebekah's prayers are answered, and Rebekah conceives. But this is no ordinary pregnancy. The children struggled within her, and she said, "If so, why am I thus?" And she went to inquire of God. God said to her, "Two nations are in your womb, and two kingdoms from your insides will diverge. Kingdom will overpower kingdom, and the elder will serve the younger." Her days to give birth were fulfilled, and behold, there were twins in her womb. The first one came out ruddy, his entirety as a hairy mantle, and they called his name Esau. After that, his brother came out, and his hand was grasping Esau's heel, and he called his name Jacob. The lads grew up. Esau was a man who knows game, a man of the field, and Jacob was a wholesome man, a dweller of tents. Isaac loved Esau for the game in his mouth, and Rebekah loved Jacob. So, lass uns zusammenfassen. Vom Anfang an war hier ein Paradox. Esau und Jakob sind Zwillinge. Sie sind Zwillinge, aber nur von Geburt her. Sonst sind sie sehr anders. Die sind zwei verschiedene Menschen, die repräsentieren zwei verschiedene Völker. Als Rivka schwanger war, war sie sehr überrascht. Immer wenn sie vorbei in Haus die Gerze gegangen ist, wollte die Baby raus. Und wenn sie ist vorbei in Haus der Leinen, wollte auch der Baby raus. Kam sie zu Shem und er hat sie gesagt, du hast zwei Völker in deinen Gebärmutter. Das war vorgesetzt, ihr ganzes Leben war es wirklich so. Esau war zwar erst geboren, aber Jakob hat gehalten, die Verse von Esau. Wenn wir schauen in die Tora, sehen wir, Isaac hat Esau geliebt. Rivka
had Jacob gelukt. Waarom? Rivka had gezien wie Jacob zit en leert Torah. Hört zu. War een kind die immer versucht had seine Eltern Freude zu brengen. Het is aber schwerer zu verstehen, warum Yitzchak Esav liebte. Esav war jemanden, die war am entspannsten im Feld beim Jagen. Sagt die Tora, Yitzchak hat Esav geliebt, weil das Essen in seinem Mund. Entweder kann bedeuten, dass Essen vorbereitet hat, oder dass Esav hat sich so präsentiert, die Art und Weise, wie mit seinem Vater gesprochen hat, war so, dass ein heiligen Mensch war. Auf jeden Fall, das ist mehr oder weniger der erste Teil der Geschichte. Lassen Sie jetzt springen nach vorwärts und den zweiten Teil der Geschichte in Text 2 über die gestohlene Segens sehen. It came to pass when Isaac was old and his eyes were dimmed of sight, and he called his elder son Esau, and he said to him, "Here, please, I have grown old. I do not know the day of my death. Now, please, pick up your implement, your sword and your bow, and go out to the field and trap game for me. Make for me delicious food such as I love, and bring it to me, and I will eat, in order that my soul should bless you before I die." Rebekah was listening as Isaac spoke to his son Esau, and Rebekah said to her son Jacob, "Listen to my voice, to that which I am commanding you. Go now to the flock and take for me from there 2 goodly goat kids, and I will prepare them as delicious food for your father, such as he loves. You will bring to your father, and he will eat, in order that he should bless you before his death." Jacob said to his mother Rebekah, "Here, my brother Esau is a hairy man, and I am a smooth man. Perhaps my father will feel me, and I will be in his eyes as a trickster, and I will bring upon myself a curse and not a blessing." And his mother said to him, "Your curse is upon me, my son. Only listen to my voice and go take for me." Rebekah took the desirable garments of her elder son Esau, and she dressed her younger son Jacob. And she dressed the goat kid skins on his hands and upon the smoothness of his neck. He came to his father and he said, "Who are you, my son?" And Jacob said to his father, "I am Esau, your firstborn." Isaac said to Jacob, "Please approach and I will feel you, my son. Are you this, my son, Esau, or not?" Jacob approached his father Isaac, and he felt him, and he said, "The voice is the voice of Jacob, and the hands are the hands of Esau." He did not recognize him, for his hands were as the hands of his brother Esau, hairy, and he blessed him. "God shall give to you of the dew of the heavens, and the fat of the earth, and an abundance of grain and wine. Nations will serve you, and kingdoms will bow to you. You shall be a master over your brothers, and your mother's son shall bow to you. Those who curse you shall be cursed, and those who bless you shall be blessed." Yitzchak wollte Esav segnen. Tatsächlich aber hat Jakob gesegnet. Hier kommt jetzt die Frage.
Wir haben zwei wichtige Ereignisse in die Leben von Jakob und Esau besprochen. Wir haben über die Geburt und dann wieder über die Geschichte der gestohlenen Segens. Wir wollen aber jetzt 5 Fragen stellen, um das wirklich zu verstehen. Frage Nummer 1. Was bedeutet, dass es waren 2 Königschaften? Was bedeutet es? Einer, die immer mit dem anderen kämpfen wird. Welches ist die tiefe Bedeutung von diesen beiden Königreichen? Wofür kämpfen sie? Nummer 2. Wenn Jakob führen soll, wie Rivka das organisiert hat, warum ist tatsächlich Esau die Ältere? Warum eine Welt schaffen, die anders ist als geplant? Warum von vornherein nicht machen, dass Jakob soll erstgeboren sein? Nummer 3. Warum hat Yitzchak tatsächlich Esau gelebt? Warum bevorzugte Yitzchak den materialistischen Esau gegenüber seinem spirituellen Bruder Jakob? Jakob. Während es bei Rebekka genau das Gegenteil war. Rebekka, Rivka, wollte tatsächlich Jakob. Warum bevorzugte Yitzchak seinen Sohn Esau? Weiter. Nummer 4. Was ist tatsächlich die Bedeutung? Warum spielt die Vorbereitung leckere Speisen aus dem Feld so eine wichtige Rolle in der Geschichte? Was ist so bedeutenswert? Yitzchak sagt, Esau, bring mir Essen, du wirst gesegnet sein. Und wenn er Essen nicht bringt, dann ist er nicht gesegnet. Und Rivka macht ein ähnliches Essen, um zu klauen die Segen von Esau. Was ist überhaupt die Idee hier? Und schließlich Nummer 5. Warum musste dem Segen mittels einer Täuschung erlangt werden? Warum musste mit einer Täuschung, wenn Jakob die Segen bekommen soll, soll er deine Segen bekommen? Warum musste es so sein, dass es mit einer Täuschung ist? Es könnte gerade sein. So, um die 5 Fragen zusammenzufassen. Warum braucht man 2 Königreiche? Wenn Jakob die Segen bekommen soll, warum war er nicht erst geboren? Warum wollte Yitzchak Esau dem Böse die Segen geben? Was ist der Idee von dieses Essen, die so eine große Rolle spielt? Und warum musste dem Segen mit Täuschung kommen? So, lass uns beginnen, wir sind auf Seite 87 in dem Buch. Lass uns beginnen mit der ersten Frage. Warum gibt es 2 Königreiche? Es ist klar, dass es geht nicht um einen einfachen Konflikt zwischen Jakob und Esau, sondern es gibt eine Dualität. Es gibt einen doppelgleisigen Leben, die hier repräsentiert wird. Auf Seite 87, Tabelle 3,1 sehen wir dieses doppelte Gleis. Esau und Jakob repräsentieren 2 Weltanschauungen. In der Geschichte, Esau repräsentiert Rom. Rom steht auch Malchut Romi, ist Esau, die Rote. Jakob repräsentiert Judäa. In dem täglichen Leben, Esau repräsentiert Materialismus. Jakob repräsentiert Spiritualität. In unser Interne. Esau repräsentiert Selbstverwirklichung. Jakob repräsentiert
Selbsttranszendenz, über sich hinauszugehen. Und schließlich kosmisch gesprochen, es repräsentiert Tohu, die wir gleich besprechen werden. Und Jakob repräsentiert Tikkun, wir werden gleich vertiefen. Jakob ist der Vater der jüdischen Volk. Jakob ist genannt Israel. Esav ist der Vater von Edom. Was ist mit der Kultur und der Kraft von Rom bezogen? 2000 Jahre zurück. Diese zwei Völker hatten miteinander gekämpft in einem schwierigen und blutigen Konflikt. Die Römer haben versucht, Israel zu erobern. Sie haben sehr schwerin, wir haben schon mal darüber gelernt, sie haben sehr schwerin Herrschung über Israel durchgesetzt. Das ist keine Dorf der Tradition oder der Spiritualität. Sie glaubten daran, dass Materialismus und der Ich ist über alles. Solange ich Selbstvergnügen suche, werde ich immer stärker sein. Meine materielle Kraft ist stärker als alles. Jakob, die Juden haben gesucht, die Tempel, der Gebet, der höheren Sinn im Leben. Dieser Kampf ist ein Kulturkampf. Wir sind ein ganz kleines Volk gegen eine riesengroße Weltmacht. Nichtsdestotrotz, dass Rom hat mit einer starken Hand geherrscht, die Juden sind noch da. Die römische Kaiser ist in Wikipedia zu finden. Die römische Kaiser wird durch Kraft, Macht, Einfluss, Reichtum, Stärke, große die Armee gemessen. Die jüdische durch Spiritualität, Sinn, Bedeutung im Leben. Wer hatte Recht, wer hat gesiegt? Wir sind doch da. Wir sind klein, aber dauerhaft. Und hier kommt dann die Frage. Was wirkt seit 88? Welche Einflüsse der historischen Rom können wir in die heutigen Gesellschaft sehen? Welche Einflüsse der historischen Judäa können Sie in der heutigen Gesellschaft identifizieren? Welche ist die dominierten, die Haupteinfluss in der heutigen Gesellschaft? Rom strebt nach Macht, nach Technologie, nach Unterhaltung. Judäa, Glaube an Gott, an was Moral und Sozialgerechtigkeit bedeutet. So Rom zeigt auf diese Kraft, die Liebe für Luxus, große und starke. Und Judäa zeigt auf Glaube in Gott, Selbstdisziplin, Gerechtigkeit, Verantwortung und die Suche nach Frieden. Hier ist zwei Weltanschauungen. Die eine gegen die andere ist. Diese Diskussion führt uns zu einem Schlüsselpunkt in die gestorbenen Sängens. Yitzchak sagt, die Stimme ist die Stimme Jakobs, aber die Hände sind die Hände von Esav. Was meinte er? Yitzchak war damals schon blind. Jakob ist gekommen verkleidet in Esavs Kleidung. Er hat gefühlt seine Hände. Seine Kostüme, viel Haare, die Hand von Esav. Aber die Stimme der Bitte, der Höflichkeit, war die von Jakob. Deswegen sagte er, die Stimme ist die Stimme von Jakob und die Hände sind die Hände von Esav. Die Hände, die materiellen, die Stimme, die Geist. Die Midrash erzählt uns eine tiefere Bedeutung in Text Nummer 3.
Zwei Kräfte und Vermächtnisse hinterließ Isaac der beiden Sonnen. Jakob gab er die Stimme und Esav gab er die Hände. Hier steht die Hände, sind die Hände von Esav. Dieses doppeltgleisigen Weg sind zwei Perspektiven auf die Leben. Der eine sagt, nur die Materielle ist die Wahrheit. Gefühle, das hat keinen Geldwert. Alles andere ist Fantasie. Der andere sagt, nur die Spirituelle ist echt. Ideen, Prinzipien, Gefühle, Erlebnisse, das ist echt. Materiell ist oberflächlich. Auf einer tieferen Ebene, hier wird die zwei Seelen hingewiesen. Esav und Jakob zeigen auf die tiergleichen Seele, die sagt, ich, mich und nichts anderes, gegen ihr Wirkliche, die göttlichen Seele. Was ist der Kampf zwischen diesen zwei Seelen? Was ist es genau? Die Tanja, die Grundbuch des Hasidismus, erklärt uns, die tiergleichen Seele kann auch Gutes machen, aber hat ein Interesse. Ich, mich, eigen Interesse. Die göttlichen Seele sucht nicht selbst Erfüllung, im Gegenteil. Er sucht die Ego zu verlassen und höher zu erreichen. Mehr Bedeutung, mehr Spirituelles. Mehr Spirituelles. Nicht die Streben nach Selbsterfüllung, sondern die engen Grenzen des Egos zu entkommen. Er will immer nach oben, wie Feuer nach oben sterben möchte. Jetzt kann er die tiefere kosmische Bedeutung erklären. Die Unterschied zwischen Jakob und Esau. Ein bisschen Kabbalah werden wir jetzt diskutieren. Kabbalah erzählt uns, dass die ganze Welt ist basiert auf zwei Realitäten. Der eine heißt Tohu, Chaos. Der andere heißt Tikkun, reparieren. Erst hat Gott der Tohu-Realität geschaffen. In der Tohu-Realität kommt die mächtigsten Kräfte von Anfang an. Die Welt, wie wir es kennen, ist die Welt der Tikkun. So, was sind Tohu und Tikkun? Was sind diese zwei Realitäten? Wir werden jetzt ein bisschen Kabbalah lernen. Aber vorher möchte ich zwei Punkte erklären über die Welt der Chaos und die Welt der Verbesserung. Die erste ist, bis jetzt haben wir gelernt, Jakob und Esav positiv und negativ. Good guy, bad guy. Jakob ist die good guy, Esav ist die bad guy. Wir werden sehen, dass auch in Esav gibt es gut. Auch in die Welt der Chaos gibt es Ordnung, gibt es Bedeutung. In die kosmischen Realität, es gibt keine gut oder schlecht. Alles ist positiv, es kommt darauf an, von welcher Perspektive. Zweiter Punkt, wir werden nicht das gesamte Thema von Tohu und Tikkun, das sprengt die Rahmen unseres Vortrags, sondern einen bestimmten Punkt. Lass uns Text 4 anschauen. Kommt aus ein Text von dem zweiten Lubavitcher Rebbe, der erklärt, Lahavin bescheurisch in jener Hefrisch, um die Wurzel zu kriegen. Das Unterschied zwischen Tohu und Tikkun zu verstehen und wie Tikkun das Tohu korrigieren und verfeinern kann, indem er als Form seines Substanz dient. Wie bekannt ist, waren die Lichter von Tohu extrem kraftvoll und intensiv. Da ein Zustand herrschte von reichlich Licht
Und wenig Gefäße. Da die Gefäße das Licht nicht halten konnten, zerbrachen sie und fielen. Darauf würde die Tikkunwelt mit spärlich Licht und reichlich Gefäßen geschaffen. Mit dem Ergebnis, dass die Lichter in den Gefäßen erhalten bleiben. Lass uns versuchen zu verstehen. Was ist Licht? Und was ist Gefäße? Was bedeutet ein Welt mit viel Licht und wenig Gefäßen? In die Sprache der Kabbalah, Licht ist die Essenz der Sache. Die Energie. Gefäße ist die Struktur. Licht ist immer das Inhalt, die Essenz. Gefäße. Es wird diese Essenz zum Ausdruck kommen. Zum Beispiel, schauen wir in unsere Tabelle 3,2, Seite 91. In einem Buch. Licht ist die Idee. Wow! Gefäße sind die Wörter, die sie zum Ausdruck bringen. In einer Melodie. Licht sind die Gefühle. Gefäße sind die Noten. In ein Business. Licht ist die Vision. Die Ziel. Die Idee. Der Konzept. Das Innere. Gefäße ist die Business-Strategie. Wie gehe ich in diese Business? In eine Beziehung. Licht ist die Liebe. Die Liebe, die so stark und intensiv ist. Gefäße ist die gegenseitige Unterstützung. Nimm raus die Müll, geh Brot einkaufen, etc. In deiner Religion. Licht ist die Glaube, die Werte. Gefäße sind die Rituale, die Gesetze. So, die erste Sache muss man verstehen. Alles braucht Licht und Gefäße. Eine oder andere kann nicht sein. Ein Buch, die keine Ideen hat, ist kein Buch. Das ist nur ein Blatt Papier. Mit einfach keinen Wörter, einfach Tinte drauf gedrückt. Ideen ohne Wörter sind auch keine Dinge, die nicht zum Ausdruck bringen. Zwei Menschen können einander lieben, aber wenn sie keine Gefäße haben, wenn sie tun nichts füreinander, dann bleibt das eine Fantasie, keine Beziehung. Die andere Seite, eine Beziehung, die nur, wo man Dinge füreinander tut, ohne Gefühle, ohne Leidenschaft, ist auch keine Beziehung. Und so ist das mit alles. Ein Business, nur mit Vision, aber keine Strategie, wird nicht gehen. Ein Business nur mit Strategie, ohne Idee, wird auch nicht gehen. So, wir sehen, dieses kabbalistische Konzept von Licht und Gefäße sind immer dabei. Jetzt die Gefäße und die Licht, die streiten miteinander. Die Licht ist nicht glücklich, dass er muss in Gefäße eingelegt werden. Er fühlt begrenzt durch die Gefäße. Aber er weiß, ohne Gefäße ist er nichts. Und die andere Seite, die Gefäße ist unglücklich, dass er wird von dem Licht geführt. Weil die Licht immer pusht ihn. Er soll nach oben streben. Die Gefäße wird alles ruhig und sachlich. Ohne Flamme. Jede Existenz, jede Beziehung ist komplex. Besteht aus beiden, Licht und Gefäße. Die Licht, die nach oben strebt, Inhalt. Die Gefäße, die nach unten strebt, Wicht, Struktur. Diese zwei Modelle repräsentieren die zwei Modelle von Tohu und Tikkun. Die Tohu-Modell ist ein Modell, wo es gibt viel Flamme, viel Vision,
Veel leidenschap, veel bewegung. Denken we dan. Is weinig licht in veel gefessen. Ruhe, sachlich, Struktur, etc. So die Tikkun-Modell von der Welt macht es von einer Seite leichter, aber gleichzeitig auch schwer. Tikkun bedeutet wenig Licht und reichlich vorhandene Gefäße. Der Vorteil ist, es ist alles harmonisch. Die Licht ist nicht viel, nicht zu viel über die Gefäße. Alles ist da. Es gibt Energie, aber die sind alles unter Kontrolle. Alles in Ruhe. Die Buch, die Regeln, die Richtlinien werden streng gehalten. Die Beziehung ist ordentlich und ruhig. Was sind die Vorteile von Tikkun? Und was sind die Nachteile? Die Vorteile, vielleicht alles ist harmonisch und sachlich und ruhig. Die Nachteile ist möglicherweise die fehlende Leidenschaft. Die Vorteile ist, alles geht ruhig, alles nach dem Plan. Passt für Deutschland. Die Nachteile ist, alles ist statisch. Es gibt keine Aufregung. Es gibt keinen Wow. Alles geht nach den Regeln. Alles ist nach vorgesehen. Im Kontrast zu dem Tikkun-Modell, lass uns die Tau-Modell der Welt anschauen. Die Tau-Elemente. Im Tau viel Licht und wenig Gefäße. Der Vorteil ist, es ist passioniert. Viel Leidenschaft. Viel Flamme. Viel Bewegung. Der Nachteil aber ist, es ist instabil. Ein Tau-Persönlichkeit ist ein Mensch, der dynamisch, voll mit Leidenschaft, zielstrebig, innovativ, immer mehr, 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 immer über die eigene Grenze gehen und über die eigene Grenze hinaus sucht. Die Nachteil aber, es ist instabil. Es fehlt Disziplin und Fokus. Und manchmal kann die Mensch selber innere Konflikte haben. Manche Menschen sind sehr begabt, ein Genie, aber die Kräfte gehen stärker als die Gefäße. Und es gibt Schwierigkeiten in der Beziehung und in der Kommunikation mit anderen Menschen. Diesen Elementen können auch in einem Mensch sein. Auch ein Mensch kann es sein. Wir haben diskutiert über die Nachteile von Tau. Manchmal, wenn die Tau sehr intensiv ist, obwohl das sehr hoch gehen kann, es kann aber sogar einen kompletten Brechen der Mensch verursachen. Es kann ein Missbrauch sogar sein, wenn die Kräfte sind so stark und die Mensch es nicht mitmachen kann. Wenn die Balance zwischen Licht und Gefäß so instabil ist. Zum Beispiel eine Ehe, die viel mit Liebe geprägt ist, aber kurz mit Taten unterstützt ist. Wie wird so eine Ehe 5 Jahre später aussehen? Eine Business, die eine grandiose Vision hat, aber keine Strategie. Was wird die Ergebnis sein? Eine Gruppe von Menschen, die eine höhere Ideologie haben, aber keine Gesetze, keine Richtlinien und Regeln. Wie wird diese Ideologie oder Religion oder was auch immer aussehen? Hier gibt es eine Gefahr sogar bei Tom. Die erste ist, das Ganze kann auseinanderfallen, weil keine Struktur vorhanden ist, um das zu halten. Es sind Ideen, wow, aber keine Struktur,
um einen Rahmen zu geben für das Ganze. Es kann sogar bankrott gehen. Noch schlimmer, es kann sogar überleben und das Gegenteil sein, was er sein sollte. Die Liebe in der Ehe kann jetzt Animosität verursachen. Die Business kann sogar die Eigenmittel und die Resources, was er gemacht war, um zu unterstützen, komplett verlieren. Die Ideologie kann entführt werden und missbraucht werden, dass anti-ethische Ziele verfolgt werden können. Und ein Quelle der Böse statt eine Quelle der Gute sein. So Tohu ist extrem leidenschaftlich. Aber wenn es missbraucht wird, kann es ganz schlimme Folgen haben. So Tohu und Tikkun sind zwei Modelle in unserem Leben. Wärst du Gott? Welche hättest du geschaffen? Wir haben vorher gelesen, Gott hat erstmal Tohu erschaffen, viel Licht und wenig Gefäße, aber die Gefäße konnten, konnten nicht akzeptieren, die Licht war zu stark. Hat Gott ein zweites Welt gemacht, wo wenig Licht und viel Gefäße. So stellt sich dann die Frage, wenn Tohu nicht gut war, warum hat Gott tatsächlich Tohu von vornherein geschaffen? Warum hat er erstmal nicht Tikkun gemacht? Von vornherein? Warum würde Tohu erschaffen, wenn er zum Scheitern verurteilt war? Die Antwort ist, Gott hat die Vorteile aus beiden Modellen verwendet. Es gibt keinen Fehler bei Gott. Wenn die Scheitern in der Tor ein Fehler war, war es ein geplantes Fehler. Gott wollte, dass wir die Vorteile von beiden Modellen nutzen werden können. Hat Gott eine Torrealität gemacht, eine Welt von Leidenschaft, eine Welt, wo die Ego spielt keine Rolle, wo die Struktur nicht so wichtig ist. Aber war, und das hat als Inspiration, als Quelle drin. Und darauf hat Gott ein Welt der Tikkun, eine stabile, ordentliche Welt für Disziplin geschaffen. Fazit ist, wir haben Zugang zu beiden Welten. Wir können ein Leben des Tikkun leben und gleichzeitig die Quelle von Tohu, die kräftigen Quelle von Tohu nutzen in unser Leben. Was sind die Tohu-Elemente in unserem Leben? Was sind die Tikkun-Elemente in unserem Leben? Lass uns schauen, auf was wir vorher hatten, was die sind. Lass uns sehen, was in unserem Leben Tikkun und was Tohu ist. In dem Esav und Jakob Zwillingschaft. Esav zeigt auf Tohu, auf Leidenschaft, ohne Grenze. Jakob zeigt auf Ruhe, Spiritualität, Rahmen. In uns gibt es auch beide Kräfte. Die tiergleichen Seele und die spirituellen Seele. Die tiergleichen Seele, die menschlichen Ego, die immer mehr und mehr und mehr will, das ist die Tohu in unserem Leben. Die spirituelle Ruhe, das ist die Tikkun in unserem Leben. Was ist zuerst gekommen? Was ist stärker? Welche Kräfte sind in unserem Leben die Tohu-Elemente sind? Was ist tatsächlich stärker? Wir können sehen,
beweise von Tor überall in unser Leben. Wenn du triffst einen Mensch, die zielstrebig ist, erfolgreich ist, die vielleicht Ziele erreichen möchte, die seine eigenen Interessen tun werden, das ist Tor. Ein Mensch, die innovativ, die will die Welt verbessern. Vielleicht will er mehr Kraft, Macht, berühmt, Reichtum. Er will die Welt einfach besser machen. Das sind die Dinge, die die Welt bewegen. Die Tikkun ist Ruhe. Warum ist es so? Das ist die menschliche Natur. Aber die Kabbalah sagt uns, es ist nicht einfach so. Alles kommt zurück zu die Quelle. Kabbalah sagt uns, Tohu ist stärker als Tikkun, weil Tohu zuerst erschaffen wird. Das sind die kabbalistischen Regeln. Je höher man ist, desto tiefer man fällt. Wir denken, die Seele ist höher als die Körper, die spirituelle Seele ist höher als die tiergleichen Seele. Kommt die Kabbalah und sagt, nein, was tiefer ist, hat eine höhere Quelle. Die Welt der Tohu ist die Welt, was Gott ursprünglich geschaffen hat. Viel Licht und wenige Fässer. Die Welt von Tikkun kommt später. Das ist die Welt, wo wenig Licht und viele Gefässer. To, wo die Kraft so viel ist. To, wo die Kraft so viel ist. Ist gerade, hat eine höhere Quelle. Und deswegen fällt es tiefer. Je höher etwas ist, desto tiefer fällt er. Der Jakob in unserem Leben steht einem aufwärts gerichteten Kampf gegenüber. Die Welt von Tor ist die Welt der Leidenschaft, die Welt, die möchte die erobern. Und danach kommt die spirituelle Seele, wird vollkommen in ein Mensch bei Bar Mitzvah oder Bat Mitzvah. Aber dann die Tor war schon drin. Aber wir werden lernen, wir müssen mit dem Tor nicht kämpfen. Wir müssen nur die Tor umwandeln und kanalisieren. Jakob hat ein Streben. Er muss einen Kampf nach oben führen. Und das antwortet die zweite Frage. Warum war Jakob nicht zuerst geboren, wenn er die Säge bekommen soll? Warum muss alles verkehrt machen? Warum muss man das erstmal, dass Jakob erstmal kämpfen muss? Aber jetzt haben wir die Antwort. Esau und Jakob zeigen auf zwei doppeltgleisigen Realitäten. So, die Geschichte des Erlebens spiegelt ab die kosmischen Bedeutung der Welt. Früher war eine chaotische Welt von Tau, dann kommt eine jüngere, feinere, entspanntere Harmonie der Tikkun. Das, liebe Freunde, wird uns jetzt helfen, verstehen, die Segen zählen. Jakob und Esau verkörpern die zwei Welten, Tor und Tikkun. Was kämpfen die? Jeder hat andere Interessen. Jeder hat eigene Stärken und eigene Vorteile. In die gesamte Analyse sehen wir, dass die spirituelle und die materielle beide haben positive Seiten. Beide, die göttlichen Seelen und tiergleichen Seelen, sind in Wirklichkeit positive Kräfte. So, warum kann sie nicht Seite bei Seite existieren? Das war genau die Diskussion zwischen Yitzchak und Rivka. Yitzchak wollte Esau segnen mit dem Tau des Himmels und die Fett des Landes. Aber Rivka wollte Jakobs ausbekommen. Schauen wir auf Yitzchaks Zugang. Wir werden sehen, Yitzchak wollte das Beste von Esau holen. Hier sehen wir Teil 3 der Geschichte. Und dann können wir das analysieren und sehen, was wirklich atemberaubend ist. Schauen wir auf den dritten Film.
And it was, just as Jacob was going out from the presence of his father, that his brother Esau came from his hunt. And he said to his father, "My father should get up and eat of the game of his son, in order that your soul should bless me." And his father Isaac said to him, "Who are you?" And he said, "I am your firstborn son Esau." Isaac trembled an exceedingly great trembling, and he said, "Who then is the one who trapped game and brought it to me? And I ate of it all before you had come, and I blessed him. Also blessed shall he be." As Esau heard the words of his father, he cried an exceedingly great and bitter cry, and he said to his father, "Bless me too, my father." And he said, "Your brother came with cunning and took your blessing." And he said, "Is this why his name was called Jacob? Twice he has deceived me. He took my birthright, and here now he has taken my blessing." And he said, "Have you not reserved a blessing for me?" Isaac answered and said to Esau, "Here I have placed him master to you, and all his brothers I have given to him as servants. And with grain and wine I have supported him. And for you, then, what shall I do, my son?" And Esau said to his father, "Have you only one blessing, my father? Bless me, also me, my father." And Esau raised his voice, and he wept. And his father Isaac answered, and he said to him, "Here, the fat of the land will be your settlement, and of the dew of the heavens above. By your sword you will live, and your brother you will serve. And it will be that when you are aggrieved, you will cast off his yoke from upon your neck." Rebekah finds out that Esau is so angry over having been cheated out of the blessings that he is plotting to kill Jacob. So she convinces Isaac that it is time for Jacob to travel to her hometown, Haran, to find a wife. Isaac called Jacob and he blessed him, and he instructed him, and he said to him, "Arise and go to Paddan Aram, and take yourself a wife from there, from the daughters of Laban, your mother's brother. And the Almighty God will bless you and make you fruitful and multiply you, and you will become a community of peoples. And he will grant you the blessing of Abraham to you, and to your seed with you, to inherit you the land of your dwelling, which God has given to Abraham." Laat ons verinnerlichen wat we jetzt gehört haben. Manche denken, hätte Jakob die Segen nicht gestohlen, wäre Esau die dritte von unseren Vorvätern. Abraham, Yitzchak und Esau. Aber wenn wir genau hinschauen, was wir gerade gelesen haben und gehört haben, wir werden sehen eine ganz andere Geschichte. Was ist es, dass Yitzchak sagt, wenn hört, dass Jakob hat die Segen genommen? Zittert und sagt, soll Jakob die Segen halten? Aber Esau sagt, aber hast du nicht ein Segen für mir? Am Ende Yitzchak sagt, Jakob hat schon die Segen, den Tau des Himmels und den Fett des Landes genommen. So du kannst unter Jakob, unter seiner Herrschung leben. Jakob ist der Herr und du kannst unter ihm. Aber wenn, er wird nicht seine Aufgabe erfüllen, dann wird er unter und du wirst stark sein. Aber was passiert dann? Yitzchak ruft Jakob und segnet ihm. Aber was segnet er ihm? Gott soll dich stark machen. Du sollst werden eine Gemeinschaft der Menschen. Und Gott wird segnet in dem Segen von Abraham. Er hat eine andere Segen für Yitzchak. Sorry, er hat eine andere Segen für Jakob. Er hat eine andere Segen. Und Esau dachte das auch. In anderen Worten, Yitzchak hat geplant, von vorne an Jakob zu segnen mit einem spirituellen Segen. Er soll sein wie Abraham. Das war sowieso Jakobs. Der Konflikt hier, es geht um den Materialismus.
Wer wird dieses bekommen? In Yitzchaks Augen gibt es eine wunderbare Aufteilung. Jakob ist zuständig für die Spiritualität und Esau ist zuständig für den Materialismus. In Yitzchaks Augen wenn Jakob mehr Materielles bekommt, wird Esau weniger Materielles bekommen. Jakob wird erneut gesegnet mit dem Vermächtnis Abrahams und schließlich für Esau war nur materiellen Segen gedacht. Wenn Jakob die materiellen Segen genommen hat, weil Yitzchak dachte, dass er ist Esau. Yitzchak hat nicht die Esau angeboten, die spirituellen Segen. Es war klar für ihn, dass die spirituellen Segen gehen ausschließlich für Jakob. Aber wenn die materiellen Segen von Jakob genommen war, sagte Yitzchak zu Esau, ich habe nichts mit dir geblieben. Esau war trotzdem darauf bestanden. Hat Yitzchak gesagt, du kannst unter ihm sein. Nur wenn er sich nicht richtig benimmt, dann fällt er runter und er wird unter dir sein. So hier sehen wir, dass die spirituelle Segen war sowieso für Jakob geeignet. Der Konflikt war um die Materiellen. Das antwortet uns, warum Yitzchak wollte Esau von vornherein segnen. Yitzchak hat die wahre Esau gesehen. Der Esau der Tohu. Der Esau mit diesem starken Potenzial. Yitzchak war nicht geblendet, einfach so. Er war nicht geblendet von dem Äußerlichen. Wie sagt man? Manchmal der Blinde kann mehr sein, weil er wird nicht abgelenkt von dem Äußerlichen. Ein Mensch kann ganz schnell ein Urteil über jemand anders schließen, weil er abgelenkt wird von dem Äußerlichen. Erst wenn er die anderen nicht sieht, kann er eine wahre Meinung über ihn bilden, und nicht abgelenkt von dem Äußerlichen sein. Ich habe mal erzählt, es waren die blinden Museum in Israel. Man konnte nicht die Wegweiser, die uns geführt hat, sehen. Alles war schwarz und dunkel. Und ich war fasziniert von dieser Person, die trotz seiner Blindsein hat geheiratet, studiert, eine Familie gebaut, gearbeitet hat. Und wenn wir rausgegangen sind, habe ich gesehen, sein ganzes Gesicht war deformt. Und ich dachte, wie könnte ich mit diesem Menschen jetzt unterhalten, eine Stunde? Dann dachte ich, hätte ich diesen Menschen auf die Straße gesehen, hätte ich ihn nie begrüßt. Und dann sagte ich euch, wie dumm sind wir, dass wir abgelenkt werden von dem Äußerlichen. Yitzchak war nicht abgelenkt von dem Äußerlichen. Er hat den Esau gesehen, sein Streben. Und er sagte, die Streben von den animalistischen Tiergleichen weg, ein Mensch der Feld kann umgewandelt werden. Er wusste, sein jüngerer Sohn, der Tzaddik, der Jakob, er kann sitzen alleine. So sein Plan war, dass jeder soll seine Rolle erfüllen. Esau, die Ältere, sie bekommen die Tau-Welt, er kann den Materialismus. Gib jedem Kind die Ressourcen, dass er seine Rolle erfüllen kann. Und Jakob bekommt was anderes. Esau die materiellen Segen, Jakob die spirituellen Segen. Das ist wunderbar. Yitzchak wusste ganz genau, was er machte. Und das bringt uns zu der Antwort auf die vierte Frage. Warum spielt Essen so eine große Rolle hier? Yitzchak wusste, dass Esau ein Meisterjäger ist. Sagte, geh zu jagen und nutzt das zur Umwandlung der materiellen Welt, die Tau. Das Himmel und die fette Erde. Jakob kann man spirituell bringen. Er kommt aus der Welt, die Kinder Abrahams, wie Yitzchak ihm nachher gesegnet hat. Hätte Yitzchak gegeben die Segen zu Esau, dann wäre unsere Aufgabe im Leben rein spirituell. Nicht die materiell, das spirituell umzuwandeln, sondern rein spirituell. Esau hat er nicht bekommen, die spirituelle Aufgabe. Das ist gar nicht seine Sache.
Jacob werd rein spiritueel. En Esau werd rein materieel. Wie de Alte Rebbe sagt uns in Torah, Text Nummer 6. Jacob is het gebied van Heiligkeit. Ohne al. Dieses hätte er immer noch die himmlische Energie erhalten. Aber die erste Serie des Segens gewährt ihm eine Zunahme der Kräfte von den höchsten Ebenen, um viel Getreide und Wein zu haben. Wobei er sich auf die Gesetze und die Geschichten der Tora bezogen, die materiellen Gewänder und die Handlungen, die mit Gott verwirklicht werden. Hätte Jakob diese Segen, die Materialismus nicht erhalten, hätte sich die Macht der Tora jedoch nur auf den spirituellen Bereich ausgelegt. Weil Jakob die Segen erhielt, daher die Tora kann die physische Welt beeinflussen. Hätte Jakob die erste Segen nicht bekommen, wäre Jakob ausschließlich auf die spirituelle Welt geeignet. Aber wie könnten wir dann die materielle Welt für Gott widmen? Wäre nicht möglich. Das wäre nicht möglich. Hier kommt die Weisheit der Frau, Rivka. Warum war Rivka unglücklich mit dem Plan von Yitzchak? Was ist schlecht, wenn wir eine Harmonie haben, wo materiell bleibt materiell? Und materiell bleibt materiell, spirituell bleibt spirituell. Rivka hat verstanden, das ist eine wunderbare Utopie in einer perfekten Welt. In einer Welt, wo es kein Böse gibt. In einer Welt, wo Yitzchaks Vision perfekt ist. In einer Welt vor die Sünde. Aber in dieser Welt, in diesem Dschungel, wo wir uns befinden, wird es nicht gehen. Es wird nicht gehen, weil die materielle Welt in dieser Welt ist geherrscht von Materialismus. Und wenn wir rein auf Materialismus und rein auf Gier fokussiert sind, werden wir Gott nicht eine Welt bauen, was Gott haben möchte. Sie hat gesehen, Rivka, sie war pragmatisch, die Frauen sind immer pragmatisch. Sie hat gesehen, wie ihr Sohn Esau geht. Sie hat gesehen, dass Esau geht zu einer Welt der Böse, der Vergewaltigung, der Mord, der Klauen. Yitzchak hat gesehen, die spirituelle, die Potenzial von beiden, wie es perfekt sein konnte. Rivka hat gesagt, das macht keinen Sinn. Aber momentan Esau ist noch nicht da. Stell dir vor, ein Business, die geht auf die Torweg, aber wird dann missbraucht. Nimmt mehr Geld und wenn er gewinnt, kommt runter und schleppt alle anderen runter mit ihm. So wie gesagt, Esau wird kommen, die Zeit wird kommen, wenn Mashiach kommt. Aber wir sind noch nicht da. Die Kraft und die Bösigkeit sind noch zu stark. Deswegen muss ich einen Weg finden, wie Jakob, was für die Synagoge geeignet ist, kann auch in die Kleidung von Esau kommen. Er muss täuschen, der spirituelle Jakob muss in die Welt von Esau kommen. Er muss die materielle Welt auch anzapfen, damit es nicht korrupt wird. Jakobs Fähigkeit muss auch die materielle Welt beeinflussen. Später werden sie zusammenkommen, aber erstmal muss Jakob auch die spirituellen Kräfte mit der materiellen Welt zusammenbringen, damit die materielle Welt auch fähig wird, nach oben zu gehen. Wenn ein Mensch eine Sucht hat, hat er keine Herrschung mehr. Er wollte nur mehr. Gier, wird gesagt, ich muss meinen spirituellen, auch in der materiellen Welt schicken, damit die materiellen Welt auch für Gott genutzt werden kann. Und dann kann später Esau das zu den vollsten Maßnahmen. Und das, liebe Freunde, bringt uns zu die Esau
von Jakob in uns. Die Tau und die Tikkun in uns. Jeder von uns, you know, die Kabbalah erzählt uns, die Kabbalah, manchmal denkt man, ist utopisch. Die Wahrheit ist, die Kabbalah hat sehr realistische Anweisungen für uns. Je tiefer wir gehen, desto relevanter sie werden. Die Jakob-Esef-Geschichte zeigt uns. Solange wir schauen auf dem Außen, ist es eine Geschichte von zwei faszinierenden Personen, die tausende Jahre zurückgelebt hat. Aber in Wirklichkeit ist es die Geschichte unseres Lebens. Wir haben alle ein Jakob und ein Esef in uns. Und wir haben alle dieses Dauerkonflikt. Und es gibt zwei Wege. Der Yitzchak-Zugang und der Rivka-Zugang. Wir haben alle den Tau und den Tikkun. Der Tau ist das Potenzial für Gott in alles. Aber der Tikkun ist nicht pragmatisch. Sie sagt, wie es jetzt tatsächlich ist. Die Tikkun hat die Kontrolle, das zusammenzuführen. Jeder hat diesen Doppelpersönlichkeit. Die Tau ist im materiellen Leben, die will immer mehr und mehr Ambitionen erreichen. Die Tikkun ist das spirituelle Leben, die versucht Ruhe. Beide sind wichtig. Wie Yitzchak, wir müssen die Ziel wissen, sie gehen miteinander. Aber wie Rivka, wir müssen manchmal, die spirituelle muss manchmal in die materielle Welt gehen und Ruhe aufbewahren und suchen den Vorteil der materiellen Welt. Wer sagt, Sucht und Passion und Leidenschaft ist verboten, im Gegenteil. Das ist nicht verboten. Das muss nur kanalisiert werden. Dass die Materialien soll genutzt werden für einen spirituellen Zweck. Nicht sagen, Essen ist schlecht, Trinken ist schlecht, Materialismus ist schlecht. Nein. Das sind alles ein Mittel, die für einen spirituellen Zweck genutzt werden soll. Aber einer will Geld verdienen. Tikkun sagt, jetzt musst du gehen beten. Tau sagt, Geld, man kann sich verlieren. Tikkun sagt, nimm die Leidenschaft, Geld zu verdienen und nutze es für einen positiven Zweck. Das hat Rivka gemacht. Aber liebe Freunde, es bleibt noch eine Frage. Warum die Täuschung? Warum die Täuschung? Warum muss das mit deiner Täuschung gemacht werden? Warum kommt dann Rivka nicht kommen zu ihrem Mann und sagt, hör zu, mein lieber Mann, du bist ein wunderbarer Mann und du siehst das Potenzial von unserem Sohn Esau. Aber ich habe Nachrichten von dir. Er ist nicht, was du denkst. Er ist ein Bandit. Pass auf, du musst einen Yitzchak, du musst einen Jakob alles geben. Warum hat das Rivka nicht gemacht? So die einfache Erklärung ist, Rivka wusste, dass die spirituell muss über die materiell und dieses Prophezeiung, was sie bekommen hat, war nur für ihr. Ein Prophet darf nicht weiter erzählen. Und man hatte gesagt, die Älteren verdienen die Jüngeren. Sie wollte, dass Jakob soll die ältere Segen bekommen. Und sie hat das bekommen als Prophezeiung und sie darf das nicht weitergeben. Aber tiefer gesagt, natürlich hat die Täuschung eine Wirkung über die Generationen, dass manche Völker immer versuchen, gegen Juden zu kämpfen. Antisemitismus, leider gestern, war ein schrecklicher Tat in Wien, die angefangen hatten, die Nerven in der Synagoge. Aber es muss ein tieferer Grund sein. Warum muss das eine Täuschung sein? Ein tiefer Grund, was die Kabbalah und die Chassidismus erzählt uns. Jakob musste eine führende Rolle in der materiellen Welt gegen seinen eigenen Wille übernehmen. Warum? Die Chassidismus erzählt uns, um die Täuschung selber spirituell zu machen. Jakob musste reparieren, was durch den Sünder den Baum des Wissens verursacht war. Die Alte Rebbe sagt uns im Torah, Jakobs List war notwendig,
um die Sünde des Baumes der Erkenntnis zu korrigieren, die auch durch die List und Verlockung der Schlange entstand und welche die Verrohrung aller Welten und die Vermischung von Materialität und Spiritualität bewirkte. Um diese zu korrigieren, drehte Jakob den Spieß um und zog Spiritualität und himmlische Macht in den Materialismus hinauf. Adam und Eva haben alles vermischt. Jakob hat in den Materialismus Spiritualität gebracht. Er hat gezeigt, wie der Materialismus nicht Materialismus ist. Ist spirituell. Und deswegen war es auf dem Weg der Täuschung. Weil die Täuschung selber soll Partner werden. Weil die Täuschung hat Adam und Eva aus dem Garten von Eden geholt und deswegen waren sie rausgeschmissen, musste die Täuschung der Schlange umgewandelt werden für das Gegenteil. Es gibt keine größere Licht, wenn die Dunkelheit selber Licht wird. Wenn das Böse selber gut macht. Und das ist auch eine Anweisung für uns in unser Leben. Sollen wir unseren materiellen Erfolg sorgen? Ist es möglich, im Business erfolgreich zu sein? Die materiellen Ressourcen erfordert, wenn es einem egal ist? Und du hast Nein zu die erste Frage gesagt. Und Nein zu die zweite Frage gesagt. Dann warst du in die gleiche Situation, wo Jakob war, wenn Rivka hat ihm gesagt, er soll die Segen von seinem Vater nehmen. Jeden Mal, wenn wir interaktiv mit der materiellen Welt sind, das ist wieder die Täuschung. Wir werden wie Jakob, die in die materiellen Welt geht. Das ist nicht unser natürlicher Ort. Unser natürlicher Ort zu sitzen, meditieren, lernen, beten, Wohltätigkeit. Aber wir gehen rein in die Welt. Und wir nutzen die Methoden, die Welt, um die Welt zu entdecken. Die Wort Welt auf Hebräisch heißt Olam. Die Welt ist eine Schale. In dieser Schale ist Spiritualität. Und wir wollen die Spiritualität. Wir kommen aus Tikkun. Aber in Wirklichkeit, wenn wir den Materialismus für Spiritualität nutzen, dann wird der Materialismus selber spirituell. Deswegen müssen wir manchmal anziehen, die Kleidung ist das sozusagen. Wir müssen in die Welt sein, aber wir müssen wissen, das ist nicht unser echtes Zuhause. Das ist nicht, wer wir wirklich sind. Unser echtes Ziel ist, die Welt selber zu einem spirituellen Zuhause zu machen. In anderen Wörtern, arbeite schwer, aber nicht vergessen, das ist nur ein Mittel. Dann wird es aber nicht mit Marke sein, jemanden, die rennt, Markt, rennt. Sagt er, wo rennst du? Sagt er, ich renn nach meiner Ernährung, nach meinen Panossen. Sagt er, wer sagt dir, die Panossen liegt dort vorne, vielleicht liegt es hinten? Andere weiter. Natürlich müssen wir Mühe geben in der Welt. Aber wir müssen wissen, dass unser Erfolg kommt, wenn wir wissen, dass die Welt ist nur ein Träger. Und die innere Kraft, die spirituelle DNA von der Welt, das ist das Schöpfer. Und das ist die Aufgabe von Jakob in der Welt. Aber die Tage wird kommen, wo alle Maschinen bei Heinz Zion, die spottet Harry Sam, bei Hayata Hashem la Melucha, bei Hayah Hashem la Melech HaKol HaAretz, bei Yom Ahui Yeh, Hashem Echad, Ushmo Echad. Die Tage wird kommen, wenn auch Esav zugeben wird, dass der Materialismus ist spirituell. Und dann kann Esau den Materialismus machen und Jakob nur die spirituell. Aber bis dann haben wir eine Hand in beiden Welten. Und deswegen muss die Täuschung sein, damit die Täuschung selber von heiligen Zweck genutzt wird. Und das erklärt uns, warum Täuschung, liebe Freunde. Isaac sah nur die erhabene Realität des Gartens. Die Täuschung der Schlange schuf eine Mischung von Gut und Böse. Und hier, Jakobs Täuschung, wird entgegen der Täuschung
durch die Schlange geführt. Und das ist die Takeaway, die wir für heute haben. Sich um die materiellen Welt kümmern, nicht die materiellen Welt ignorieren, um dieses zu erheben, aber zu wissen, dass das nicht die Essenz von alles ist, nur die Mittel, um die Essenz zu entdecken, die spirituell, die in die Schale des Materialismus verkleidet ist. Und damit bringt es zum Kernpunkt dar. Von dem heutigen Tag. Nummer 1. Die zwei Königreiche, verkörpert durch den biblischen Jakob und Esau, existieren auf vielen Ebenen. Als Judäa und Rom. Als die spirituelle und materiellen Perspektive im Leben. Und als die kosmischen Welten von Tor und Tikkun. Nummer 2. Alles setzt aus Licht und Gefäßen zusammen. Die reine Energie der Sache ist Licht. Die Struktur und die Mechanismus ist Gefäß. Es gibt das Tikkun-Modell und das Torah-Modell. Das Tikkun-Modell ist wenig Licht und reichlich Gefäße. Das Torah-Modell ist reichlich Licht und wenig Gefäße. Was bedeutet, dass die treibende Energie ständig von der Struktur in die Welt der Tikkun ist. Jedes Modell hat Vor- und Nachteile. Tikkun ist harmonisch und geordnet, aber eingeschränkt. Tau ist innovativ und grenzlos, aber auch zweispaltig und innovativ und instabil. Ein zusätzlicher Nachteil der Tau ist, dass es kann sogar zur Zerstreuung der Energien oder der Ausbeutung und der Missbrauch kann passieren. Der nächste Punkt, den wir gelernt haben, der Tau Tikkun Modell, die beide Vor- und Nachteile haben. Indem wir die mächtigen Tor-Elemente in die Tikkun-Realität führen, haben wir die Welt, wie wir es kennen. Aber das ist auch der Grund dafür, dass der Jakob in uns, unser Trip zur Spiritualität, in seinem Bemühen der ursprünglichen Tor-Kräfte, unsere innere Essenz zu beherrschen, einen schweren Kampf auftragen muss. Weil die Tor immer zuerst kommt. Nächster Punkt. Isaac glaubte, dass Tor und Tikkun Seite an Seite koexistieren kann. Jede mit seinen Ressourcen gesegnet. Und sein Reich in Übereinstimmung mit dem göttlichen Plan für die Schöpfung voll zu entwickeln. Rivka, der pragmatischen, verstand jedoch, dass eine materialistische Welt, die vom Materialismus reagiert wird, nicht zu ihrem wahren Zweck aufsteigen kann, sondern in seine Korruption abgleiten wird. Die mächtigen Kräfte von Tau können nur erlöst werden, wenn Jakob zum Herrn von Esau gemacht wird. In unserem eigenen Leben müssen wir beiden Seiten verinnerlichen. Wie Isaac müssen wir das mächtige Potenzial für das Gute erkennen. Wie Rivka müssen wir verstehen, dass um dieses Potenzial richtig zu nutzen, unser Leben fest unter Kontrolle von Tikkun, Tikkun ist Strukturen, Halacha, Ausübung. Und schließlich, jedes Mal, wenn wir die materiellen Welt interagieren, spielen wir das Drama der gestohlenen Segens. Wir werden zum spirituellen Jakob, der die Gestalt der materialistischen Esau annimmt. Wir müssen wissen, mit der Welt doch eine Beziehung zu haben. Aber das ist nicht die Quelle unserer Existenz, sondern wir nutzen die Welt und entdecken, dass die Olam ist wirklich nur von außen und drinnen des spirituellen Zweck. Liebe Freunde, damit enden wir heute. Nächste Woche werden wir forschen die Geschichte von Josef und seinem Bruder, die spirituellen Wurzel des Konflikts zwischen Josef und seinem Bruder, führt uns zu der Geschichte von der jüdischen Führung mit dem Bau des heiligen Tempels in Jerusalem. Bis ein großen Debatt in der Talmud, was ist wichtiger im Leben? Zu lernen oder zu handeln. Wir werden entdecken, dass es zwei Parallele in die menschliche Seele und den Aufgaben gibt. Was für unser Leben Aufgabe wesentlich wichtig ist.